Dann was anderes Schönes. Im NDR, da habe ich einen Bericht gesehen über die große Gay Night auf dem Bremer Freimarkt. Das ist ein großes Volksfest in, klar, Bremen. Hat Sinn. Und bisher hatte ich keine Ahnung von Bremen, dem Freimarkt oder der großen Gay Night. Ich schätze mal, hier in Köln würden alle drüber lachen. Und selbst der Reporter, ich habe so das Gefühl, der versucht, die Party ein bisschen größer zu machen, als sie eigentlich ist. Es hat sich jetzt hier wirklich innerhalb kürzester Zeit gefüllt, sodass wir schon Schwierigkeiten haben, zur Bühne zu kommen. Aber ich muss Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da einmal mit hinnehmen. Wir sehen, hier ist tatsächlich richtig viel los. Wir müssen uns unseren Weg hier so ein bisschen durchkämpfen. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott, wo hat denn der Schwierigkeiten? So, war der schon mal in Mekka oder beim Winterschlussverkauf? Der hat doch keine Schwierigkeiten, durchzukommen. Wenn man bei mir im Wohnzimmer stehen mehr Leute rum als auf der Party da. Da ist mehr Platz als zwischen den Zähnen von Jürgen Vogel. Ich war schon mal irgendwo alleine und da war es voller. Es soll Wüsten geben, die sind dichter bevölkert als das da. Es gibt wahrscheinlich mehr Leben im Universum als auf dieser Party, meine Damen und Herren. Aber ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Jetzt kommen wir zu einer relativ ernsten Stelle, meine Damen und Herren. Das ist wirklich wichtig, bevor ich Ihnen nämlich den nächsten Ausschnitt aus Buten und Binnen zeige. Wieder so eine Veranstaltung. Also, in diesem Ausschnitt, da geht es um eine Gerichtsverhandlung. Und ich möchte vorher folgende Erklärung vorlesen. Das hat mir meine juristische Abteilung nahegelegt und deshalb mache ich das auch lieber. Hiermit erkläre ich, Sebastian Puffpaff, Moderator des Service-Magazins TV Total, dass ich nicht verantwortlich dafür bin, was mein hochgeschätztes Publikum aus dem gleich an dieser Stelle präsentierten TV-Ausschnitt heraushört. Der im Clip zu sehende Gerichtssprecher formuliert ganz eindeutig die Worte für alle, die Vorsitzende. Wenn Sie, meine Damen und Herren, da jetzt etwas anders verstehen, geschieht das auf Ihre eigene Verantwortung, privat wie juristisch? Das Kollegium von TV Total ist sich geschlossen einig, dass hier lediglich von der Vorsitzenden die Rede ist. Von anderslautenden Behauptungen möchten wir uns nicht nur in aller Deutlichkeit distanzieren, wir verurteilen diese aufs Schärfste. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte schön. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten besonders schweren Raub vorgeworfen. Das Gericht folgte dieser Auffassung. Die Vorsitzende hat gleich zu Beginn ihrer Urteilsbegründung sehr deutlich gemacht. Kann ich das bitte noch mal sehen? Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten besonders schweren Raub vorgeworfen. Das Gericht folgte dieser Auffassung. Die Vorsitzende hat gleich zu Beginn ihrer Urteilsbegründung sehr deutlich gemacht. Vollkommen in Ordnung. Wie mache ich jetzt eine Überleitung zu Sarah Wagenknecht? Wobei, nee, die ist ja... Moment. Die ist ja auch Vorsitzende. Die ist ja auch Vorsitzende. Ja, sogar die Vorsitzende ihrer eigenen Partei. Und in der ARD-Reihe Konfrontation darf man sehen, was die liebe Sarah für eine krasse Fanbase hat. Ich möchte Ihnen meine Sympathie entgegenbringen. Ich habe Ihnen auch einen Brief in den Bundestag geschrieben. Ah, danke. Schönen Dank. Falls Sie irgendeinen Job für mich haben, ich biete Ihnen jegliche Unterstützung an. Sie sind mein Cristiano Ronaldo. Die sind doch gekauft. Kein Mensch. Nein, 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 nein. Nee. Komm. Die sind alle gekauft. Kein Mensch drückt sich so aus und erzählt so einen Blödsinn. Wagenknecht ist wie Cristiano Ronaldo. Wobei beide über links kommen. Meine Damen und Herren, wir gehen ganz kurz in die Pause und dann gibt es hier Backstage-Bilder von der Sock-WM und der Riesenportion Jeremy Fragrance. Was wollen Sie? More? Mehr? More? Dran sein, bis gleich.